Solaranlagen auf Dächern oder entlang von Autobahnen, Windräder auf Bergrücken und Biomasseheizkraftwerke in der eigenen Gemeinde. Erneuerbare Energie wird meist dezentral erzeugt. In der Zukunft wollen wir CO2-frei wirtschaften. Das heißt, der gesamte Energiebedarf muss zu 100% aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Dafür brauchen wir regionale Energiesysteme. Weil Sonnen- und Windenergie nicht kontinuierlich vorhanden sind, muss das Energiesystem der Zukunft flexibel sein. Das gelingt einerseits durch eine intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch, andererseits durch die Umwandlung zwischen unterschiedlichen Energieformen, zum Beispiel Strom und Wärme. So kann es gelingen, die regional erzeugte Energie vor allem vor Ort zu nutzen und dadurch überregionale Netzkapazitäten zu schonen. Integrierte regionale Energiesysteme sind resilient und langfristig kostengünstig. Nachhaltige Energieversorgung ist eine große Herausforderung für die Stadt der Zukunft. Gleichzeitig bieten sich in der Stadt auch viele Möglichkeiten, Energielasten zu verschieben und unterschiedliche Sektoren eng miteinander zu koppeln. Die Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien trägt nicht nur wesentlich zum Klimaschutz bei, sondern macht die städtische Energieversorgung widerstandsfähig und stabil. Mit Stadt der Zukunft hat das Klimaschutzministerium ein umfassendes Forschungsprogramm geschaffen, das Lösungen für den Klimawandel und die Dekarbonisierung unserer Städte erarbeitet und demonstriert. Die angewandte Forschung geht dabei neue Wege und leistet durch den Einsatz neuer Technologien und Systemkombinationen einen essentiellen Beitrag für die lebenswerte und klimaneutrale Stadt der Zukunft. Gefördert werden konkrete Forschungsprojekte sowie sogenannte Innovationslabore, die den offenen Zugang zur Forschungsinfrastruktur und dem neuesten Wissensstand ermöglichen. Über die Innovationslabore sind Endkundinnen und Kunden ebenso wie Unternehmen aktiv in den Innovationsprozess eingebunden. Wir sind das Innovationslabor, um die Region und die Stadt der Zukunft bestmöglich mit erneuerbaren Energien zu versorgen. In den kommenden Jahren stehen in der Energieversorgung große Veränderungen bevor. Für die optimale Nutzung und den vermehrten Umstieg auf Elektromobilität werden aber noch viele Innovationen notwendig sein. Für eine auf erneuerbaren Energien aufgebaute Energieversorgung braucht es dezentrale modulare Lösungen. Und genau das schaffen wir, indem wir digitale regionale Energiesysteme entwickeln und demonstrieren. Wir wollen mit Act for Energy ein internationales Vorbild sein und vorzeigen, wie man ein regionales Energiesystem aufbauen kann, das erneuerbare Energien optimal ausnutzt. Act for Energy ist als Initiative des Bundesministeriums für Klimaschutz im Programm Stadt der Zukunft das Herzstück einer Vielzahl von Aktivitäten rund um das regionale Energiesystem. Das Innovationslabor initiiert und begleitet Forschung und Innovationsvorhaben zur Erprobung von neuen Dienstleistungen, neuen Lösungen und neuen Systemansätzen. Mit unseren Partnerinnen aus herausragenden Unternehmen der Energie- und Innovationsbranche erarbeiten wir gemeinsame Strategien. Dabei identifizieren wir wesentliche Anforderungen, was das Energiesystem der Zukunft können muss. Wir zeigen sinnvolle und wirtschaftliche Lösungen auf und geben damit eine Zielrichtung vor, die wir mit unserer gesamten Community gemeinsam einschlagen können. In unserer Strategie fokussieren wir uns auf neue innovative Lösungen, die sektorübergreifend für die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität entwickelt werden. Nachdem erneuerbare Energie dezentral gewonnen wird, handelt es sich um ein kleinteiliges, sehr komplexes Energiesystem. Ohne digitale Kommunikation innerhalb dieses Systems kann die gewonnene Energie nicht optimal genutzt werden. Bei Act for Energy setzen wir dabei auch auf die Beteiligung von allen Nutzerinnen und Nutzern, zum Beispiel über Energiegemeinschaften oder unser Energiekonto. Uns ist wichtig, dass sich jeder an der Energiewende beteiligen kann. Zukünftig wollen wir mittels Energiegemeinschaften eine Community gründen, die lokal Energie gewinnt, speichert und nützt. Darüber hinaus können wir aktiv mithelfen, neue Innovationen voranzutreiben. Entweder als Erstanwender neuer Technologien, durch finanzielle Mittel oder durch die Rückmeldung unserer Erfahrungen.
Mit der Act for Energy Innovationslaborregion haben wir die optimale Testumgebung für Innovation und neue Technologien. Ziel ist in weiterer Folge die Realisierung der nachhaltigen Energieversorgung der Region und der Stadt der Zukunft. Wir gewinnen am Standort und in der Region bereits eine beachtliche Menge an erneuerbarer Energie. Aber oft wird die Energie genau dann nicht benötigt, wenn sie erzeugt wird. Durch intelligente Vernetzung von Verbrauchern und Erzeugern schaffen wir so eine Win-Win-Situation. Es gelingt uns hiermit einerseits, den lokalen Stromverbrauch der erneuerbaren Energie zu erhöhen, andererseits aber auch die Kosten zu senken. Das unterstütze ich natürlich so gut ich kann, weil dadurch eine gesicherte und erneuerbare Energieversorgung gewährleistet wird. Um die Flexibilisierung des Energiesystems weiter zu forcieren, müssen wir auch neue und vor allem innovative Speichermöglichkeiten schaffen. Dafür nutzen wir klassische stationäre Speicher wie Wärme- und Kältespeicher, entwickeln aber auch neue Modelle, um zukünftige mobile Speicher wie Batterien von Elektrofahrzeugen im Hinblick auf das Gesamtsystem zu nutzen. Damit kann jeder und jede einzelne von uns dazu beitragen, unser Energienetz zu stabilisieren und Energiekosten zu sparen. Damit wir die regional erzeugte erneuerbare Energie bestmöglich nutzen können, ist es notwendig, alle Sektoren Strom, Wärme, Mobilität gesamthaft zu betrachten. Der Mobilitätssektor spielt dabei für uns eine sehr wichtige Rolle. Daher errichten wir im Innovationslabor Act for Energy verschiedene E-Ladeinfrastruktur, Lademöglichkeiten, Bezahlsysteme und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für E-Fahrzeuge werden bei uns im Innovationslabor erprobt. Innovationen zu initiieren und auf den Weg zu bringen, ist eine unserer Kernaufgaben. Daher arbeiten wir mit Startups, Unternehmen und Forschungsorganisationen zusammen, um die zugehörigen Forschungsergebnisse zu demonstrieren und in einem realen Umfeld zu erproben. Wir wollen mit den von uns entwickelten Konzepten und Lösungen Vorbild für andere Regionen, Österreich und europaweit sein. Und dazu motivieren, mit uns gemeinsam neue Energielösungen für morgen zu entwickeln und umzusetzen. Ob du ein Startup bist oder ein innovatives Unternehmen, das ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Weg bringen möchte, oder ob du eine Privatperson bist, die sich bei unseren innovativen Energieprojekten beteiligen möchte, dann freuen wir uns wirklich von dir zu hören oder dich auf einer unserer Veranstaltungen kennenzulernen. Denn das Energiesystem der Zukunft braucht viele mutige Menschen, die mit uns gemeinsam den Weg in die erneuerbare Energiezukunft gehen.